Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass ich nicht alleine hier auf der Bühne sitze. Bei mir ist Miko-Sophie Kümmel. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Und du bist auch nicht allein, denn du hast dein Buch mitgebracht. Ja. Kintsugi heißt es. Dein erster Roman erschien bei S. Fischer. Und mein Buch hat schon so ein bisschen eine Geschichte. Also man zeigt es ja eigentlich nicht so gerne her, wenn man mit Büchern aus Versehen mal nicht so umgeht. Aber ja, liest du gerne in der Badewanne? Nee, das ist ja auch. Aber das ist ehrlich gesagt Algensalatsoße, also so Algensalatsoße. Wakame-Soße. Genau, und da habe ich gedacht, das hat zumindest das darf ich sagen, dass es mir passiert ist, oder beziehungsweise der Kollegin ist passiert, weil das passt doch, also hat doch auch einen japanischen Hintergrund irgendwo an der Stelle. Es ist ja so vor Schrecken in den Salat gefallen. Nicht vor Schrecken, es war sozusagen so gemütlich und dann das Loslassen und dann ist es auch schon passiert. Okay. Du hast schon, bevor das Buch rausgekommen ist, eigentlich ziemlich viel Rauschen gehabt im Hintergrund in der Blogosphäre, aber dann auch mit Preisen und Stipendien, also Ponto, Aspekte. Wie ist das? Trägt einen das dann schon so auf die Buchmesse? Hat man dann schon eine Sicherheit, gerade beim ersten Buch, dass man sagt, wow, das geht, das funktioniert? Naja, also sicherlich wäre ja der entgegengesetzte Fall hätte sein können, dass es total durch den Rost fällt, das Buch, weil meinen Namen kannte jetzt niemand vorher so per se und von daher ist es auch ein japanisches Wort als Titel, das ist auch sperrig so, da hätte auch das Gegenteil passieren können, von daher ist es natürlich ein Segen, dass diese Preise kamen und dass die Shortlist-Nominierung kam für die ganze Aufmerksamkeit, weil ich meine, es stand halt sofort auch in den Buchläden überall vorne und so. Ne? Also für die Sichtbarkeit war das natürlich toll und das bedeutet auch, dass ich jetzt hier ein bisschen zu tun habe und nicht einfach nur vier Tage rumstehe am Fischerstand und hoffe, dass mich mal irgendjemand anspricht. Das ist schon schön. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das wahnsinnig viel Druck mit sich bringt, den man vorher nicht so reflektieren kann oder kommen sehen kann. Also das war schon so, dass ich auch gemerkt habe, gerade weil du jetzt die Blogosphäre ansprichst, je mehr sozusagen da kam an Aufmerksamkeit, an Preisen und so weiter, desto mehr hatte ich das Gefühl, wurde das tendenziell auch rezipiert und gelesen, gemessen daran, hat es jetzt diesen Erfolg verdient, ja oder nein? Und das ist natürlich auch was, wo man dann irgendwie auch schon wieder schnell die Zähne knirscht und irgendwie auch so ein bisschen Angst hat um dieses Buch, was halt kein sehr lautes Buch ist, sondern was eigentlich so ein bisschen Zeit braucht und so Zugewandtheit und dass das so zerquetscht wird unter diesem Ja, aber das hat es denn jetzt, ist es jetzt ein Buchpreisbuch, ja oder nein? Also deswegen bin ich auch seit Montag ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert, dass das so ein bisschen hinter dem Buch und hinter mir liegt jetzt. Der Titel, du hast es schon gesagt, ist ein japanisches Wort, beschreibt eine Reparaturtechnik, Vasen zusammenkleben mit Hilfe von Gold, sage ich mal. Ich meine, man sieht es ja auch mit auf dem Titel. Man kann es nochmal, also wir können es sehen, die anderen müssen gucken. Genau, es glitzert, golden. Hat Fischer sich einiges kosten lassen, das ist sehr schön. Es ist natürlich echtes Gold. Ja. Auf jedem siebten Buch, wie bei Ü-Ei. Nur bei der ersten Auflage, sonst wird es zu teuer. Genau. Aber erzähl ein bisschen was zum Titel oder vielleicht einfach noch so zu deinem, überhaupt diese, sozusagen der japanische Topos. Warum dir passiert oder sozusagen, woher der Auslöser stammt. Also das Buch spielt in der Uckermark in Brandenburg. Das hat mit Japan jetzt nicht so viel zu tun. Das ist relativ weit noch der Weg. Aber mir ist eben im Nachdenken über dieses Buch diese Technik untergekommen. Also vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal gesehen. Es sind eben diese zerbrochenen Keramiken, die dann mit Gold repariert werden, sodass eben die Risse in einer zum Beispiel reparierten Teeschale nicht versteckt werden, sodass man gar nicht sieht, dass da mal ein Bruch war, sondern im Gegenteil, die Brüche werden eigentlich zum Schmuck zum Teil, also weil sie sozusagen mit Gold ausgefüllt werden. Und das wird eben bewusst wieder zusammengesetzt und es wird gewissermaßen zelebriert, dass es mal diesen Bruch gegeben hat und dass der überwunden worden ist. Und ich habe mich eben gefragt, wie weitermachen im Leben generell. Also so, das ist ja eine sehr große Metapher. Also wenn jeder von euch, von Ihnen, von allen Zuhörenden einmal drüber nachdenkt, wann ist der letzte Bruch in meinem Leben passiert, da gibt es ja alle möglichen Varianten, was man damit meinen kann. Aber auf jeden Fall war meine Frage, wie macht man denn nach so einem Bruch weiter? Und dafür war irgendwie dieses Bild dieser reparierten Schale, die so mit Zeit und Ruhe und Bedachtsamkeit und Respekt auch vor dem, was passiert ist, wieder zusammengesetzt wird und
das auch akzeptiert, dass das passiert ist, war einfach ein sehr schönes, sehr dankbares Bild, was dann, an dem man gar nicht mehr viel machen musste. Und dann war immer von Anfang an eigentlich meine Idee, das soll wie so eine zweite ästhetische Hautschicht unter der Handlung liegen. Also es soll gar nicht nur so plakativ darum gehen, sondern das soll irgendwie, ich hatte immer diese Art, mit diesem Bruch umzugehen im Hinterkopf, während ich das quasi geschrieben habe, wie die Figuren im Buch so miteinander umspringen. Du hast sie gerade erwähnt, die Figuren, es sind im Wesentlichen vier, die du sehr, sehr theatral, sehr kammerspielartig erzählen lässt in vier Monologen, auch außergewöhnlich in der Erzählform jetzt oder nicht alltäglich für einen Roman. Und ich habe immer dieses Zerbrechen und wieder Zusammenkitten auch so ein bisschen gelesen. Es ist viel von Selbstzweifeln die Rede im Buch oder sie werden transportiert, man merkt es, man spürt, wie diese Personen hadern. Ist das auch nochmal eine Ebene, die reinkommt, diese, dass du ganz bewusst gesagt hast, ich lasse die so monologisieren? Ja, also die Idee war die, dass ich aus nicht nur einer Ich-Perspektive schreibe, sondern wenn dann schon gleich aus vier verschiedenen, die alle relativ wenig mit mir zu tun haben. Zum einen, um irgendwie dieses Gedankenexperiment möglichst weit vorantreiben zu können, mich da in andere Leute reinzudenken. Und zum anderen wollte ich gerne, dass die so hintereinander geschichtet kommen, diese Ich-Perspektive-Kapitel, um sukzessive sozusagen zu sehen, wie unterschiedlich man Dinge, Beziehungen, Familienkonstellationen wahrnehmen kann. Also eigentlich ist man sozusagen erstmal 50, 60, 70, 80 Seiten bei der ersten Person, das ist in unserem Fall Max, dem glaubt man auch erstmal alles, was der so sagt über diese vier Leute und wie die so funktionieren, wer welche Schwächen und Stärken hat. Und erst wenn man dann im nächsten Kapitel in seinen Partner Reik sozusagen reingeht, mehr oder weniger, sieht man, Moment, der sieht bestimmte Dinge aber ganz anders und der erinnert sich auch an manche Gegebenheiten auf eine ganz andere Art und Weise. Und so ergibt sich eben so ein Vexierspiel, weil man irgendwie merkt, also Wahrheit tritt so in den Hintergrund und in den Vordergrund tritt die Vielschichtigkeit der Wahrnehmung und dann in der Vielgestaltigkeit kommt dann so eine Art Mehrdimensionalität irgendwie rein und man hat so eine Idee davon, wie unterschiedlich man eben solche Gegebenheiten interpretieren kann und wie gut man sich auch missverstehen kann im Übrigen über Jahre. Es gibt neben diesen großen Monologen ja auch immer so sozusagen so Frühstücksdialoge eingewoben. Für die es nicht wissen, du hast auch sozusagen einen Audio-Hintergrund, nenne ich das jetzt mal, du hast Podcast gemacht. Ja. Hattest du bei diesem Schreiben, also auch in die Richtung zu gehen, auch einen Sound im Ohr oder so einen Duktus, wie das klingen muss? Also ich hatte, das hat mehrere, genau, da gibt es mehrere Facetten. Also zum einen das Dialogeschreiben ist eigentlich was, da habe ich mich jetzt mit verschiedenen schreibenden KollegInnen drüber unterhalten, da fuchst man sich relativ lange noch so drumrum, weil Dialoge schreiben ist schwer. Dafür muss man die Figuren sehr gut kennen, man muss wissen, wie reden die so. Und wenn man die aber gut genug kennt, dann hatte ich irgendwann diesen Punkt erreicht, das war schon bei einem früheren Manuskript mal der Fall, dass ich die einfach so reden lassen konnte. Also ich konnte so die so an den Tisch setzen und dann hat halt irgendwer angefangen und ich wusste ungefähr, wie geht's denen gerade. Und dann habe ich erstmal so lose protokolliert, was die mir so erzählt haben sozusagen. Da war es irgendwie ganz wichtig, das einfach erstmal so loszulassen und dann ediert man halt hinterher. Und zum einen ist tatsächlich, glaube ich, schon das Klangliche oder das Vorgelesene war dann insofern wichtig, als ich mir auch noch in der Lektoratsphase immer wieder dieses Buch sicherlich 3 oder 4 Mal komplett laut vorgelesen habe. Also das war, für mich ist das irgendwie ein ganz, ganz guter Griff, um so intuitiv ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das noch mein Text? Also klingt es noch so, wie ich das will? Also weil man hat ja schon so ein Gefühl für eine Vorstellung von einer Rhythmik, von einer Melodie, wie das einfach klingen soll. Aber man kann das nicht so einfach erklären mit so Regeln. Aber wenn man es sich laut vorliest, dann merkt man, wo funktioniert es irgendwie nicht mehr, wo ist eine Silbe zu viel, wo ist ein Satz zu lang oder zu kurz, wo fehlt mir noch eine Facette? Und dann eben auch in diesen Ich-Perspektive-Kapiteln, passt das noch zu der Figur oder passt das nicht mehr zu der Figur, weil die mussten natürlich schon auch auf eine gewisse Art und Weise unterschiedlich klingen. Ja. Es ist am Ende ja bei den vier Protagonisten so, es gibt dieses homosexuelle Paar und es gibt den Vater mit seiner Tochter und am Ende ist es sozusagen ja wie so eine,
eine Art Utopie, eine zusammengewürfelte Gruppe, die sich alle um diese, also sozusagen alle sind vereint in einer Art Liebe oder Projektion auf dieses Kind. Wie wichtig war das dir zum einen zu sagen, ja, von Familie kann man ja nicht unbedingt sprechen, aber zu sagen, irgendwie Familienbilder aufzubrechen und gleichzeitig auch manchmal sozusagen Rollenbilder zu tauschen, also das, was man sonst vielleicht weiblichen Protagonisten zuschreibt, das sozusagen männlichen Protagonisten nicht überzustülpen, aber sozusagen mitzugeben. Ja, das hat für mich ganz viel damit zu tun, wie ich auch unsere Lebensrealität im Übrigen wahrnehme. Also dass es jetzt so ist, dass es sozusagen diese drei Väter gibt, das schwule Paar Max und Raik und Tonio und dann halt dessen Tochter als das, die Kindergeneration. Das hat damit zu tun, dass ich gerne auf dieses Verhältnis von Vätern zu Töchtern schauen wollte und im Übrigen auch das Verhältnis von Müttern zu ihren Söhnen, aber das sind halt dann die Mütter, an die sich die drei Männer quasi einfach erinnern. Das ist zum einen war so eine Konstruktionsentscheidung sozusagen, dass tatsächlich die so unterschiedliche Funktionen übernehmen, die sonst vielleicht eher klischeehaft einer Mutterrolle zugeschrieben werden, fand ich dann irgendwie ganz charmant. Also es geht da auch ganz wenig. Also es geht zwar um Liebe und um Zuneigungen und auch hin und wieder um Sex, aber es geht nicht um Sexualität und es geht eigentlich auch nicht so sehr viel um diese Geschlechtlichkeitskategorie. Also wenn überhaupt, dann eher so darüber, dass Pega eben als dieses junge Mädchen eben mit diesen drei Vätern aufgewachsen ist und irgendwie sich immer daran so gemessen hat. Aber die übernehmen sehr selbstverständlich bestimmte Rollen und Aufgaben. Und für sie ist es ganz elementar, dass es einfach Leute gab, die da waren. Und ob die jetzt einen Penis haben oder eine Vagina, ist es ja eigentlich sehr egal. Sagt Miko-Sophie Kümmel hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Kintsugi heißt das Buch. Das Gold sieht man vorne, wir haben drüber gesprochen, was das bedeutet. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen, kostet 21 Euro und ich sage vielen, vielen Dank, Miko, dass du heute da warst. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Dankeschön. Schönen Tag noch.